Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Und ich habe jetzt mal bis nachmittags gewartet, doch noch. Ja, Verzeihung, das Betreten verschmutztes Schuhwerk. Jetzt hat der nämlich offen. Wenn es morgens ist, noch hat der nicht auf. So, ja. Putz meine Schuhe, du Knabe. Ah, ja, und danach geben wir uns sofort ins Schlösschen. Ja, ja, ist voll sauber und so. Lass mich rein. Mal sehen, ob wir die Rüstung kaufen können. Ich bin mir da nicht so sicher. Hallo, ich möchte Rüstung. Ja, ja, zeig mir was. Das hier. Kaufe ich? Irgendwas fehlt noch. Nein, ich ist gut jetzt. Irgendwas fehlt noch. Aber was? Vielleicht schaue ich einfach mal bei den Goronen vorbei. Vielleicht geht's dann. So, mal eben auf die andere Seite. Hallo, wie sieht's denn jetzt aus? Hey, wie wär's mit roten Elixieren? Nein. Und du? Du da, genau. Wir werden noch eine Weile hier sein und verkaufen. Komm jederzeit wieder. Was muss ich denn machen, um diese Rüstung zu kriegen? Ach, da ist die Tür. Okay, ich habe mal ganz heimlich nachgeguckt. Wir müssen zuerst nach Kakariko. Und ein bisschen Kohle auf den Kopf hauen. Und dann müssen wir neue Kohle suchen. Und das ist ja alles doof. So. Obwohl, Kohle suchen müssen wir gar nicht. Weil wir ja alle Geisterseelen geholt haben und dann zu Giovanni gehen könnten. Das ist eine gute Idee. Also, erstmal nach Kakariko. Und dann brauche ich noch ein paar Rubinchen. Nur 10. Da ist Kakariko. Jetzt bräuchte ich noch von irgendwoher 10 Rubinchen. Von wo denn vor Schreck? Ich gehe mal kurz raus und schaue mich draußen um. Und dann kriegen wir die schon zusammen. Kurz mal ein Schlückchen getrunken. So. Rubinchen! Wo seid ihr? Irgendwo müssen doch hier Grasbüsche oder so zu finden sein. Okay, dann mache ich halt Gegner platt. Die geben ja auch manchmal was her. Oh je, oh je, oh je. Zack, da sind schon 5 da hinten. Schnell holen, schnell holen, schnell holen. So, und schnell zurück. Hallo. Badabam. Gib mir Rubinchen. Manno. Wird schon langsam wieder dunkel hier. Guten Tag. Und tschüss. Ihr Rubine. Geht doch. Da war einer. So, fertig. Zurück nach Kakariko. Schneller, 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 schneller. Na los, na los, na los, na los. Lame, enter. So, wir gehen jetzt zum Maro-Markt. Boah, wir rollen. Wir laufen ja nicht, wir rollen.
So, rein da. Hallo. Ja, bla bla, ich möchte dir noch was spenden. Was, 200 Rubine fehlen? Ich dachte, mehr. Okay. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben eine Legende erschaffen. Du solltest nach Raibostadt gehen und es mit eigenen Augen sehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Echt jetzt? Waren es nur 200? Vielen Dank für deine Hilfe. Ich kann nichts mehr spenden. Okay. Dann halt nicht. Ich dachte, ich müsste noch mal viel mehr spenden. Jetzt muss ich mir nur noch ein... Aua! Ein Örtchen suchen, wo ich mich verwandeln kann. Damit ich wieder zurück nach Hyrule kann. Und dann hätten wir das mit der Rüstung auch mal hinter uns, obwohl sie total nützlos ist. Aber einige hatten auch geschrieben, das gehört eigentlich zu den 100%. Und ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht. Aber die Rüstung... Die Rüstung. Die Rüstung ist halt total dämlich. Ich finde sie doof. Und sie ist teuer. Sie ist der teuerste Gegenstand hier. Oh, Post? Wie Post? Okay, Post. Bestimmt vom Maro-Markt. Hallo Link, ich hab Post für dich. Ja, sag ich doch. Ich kann hell sehen. Ich kann hell sehen. So, zeig mal her. Helden hierher. Endlich, Maromark, der Kleinpreisheld, kommt auch nach Hyrule-Stadt. Bei uns erhalten Sie alle Arten von Items für Abenteurer und Freizeit unglaublich günstig. Einmaliges Eröffnungsangebot, die Magierüstung. Nur ein Exemplar pro Kunde. Helden handeln schnell und sichern sich diese einmalige Gelegenheit. Dieses eine magische Angebot stand da zwar, aber ich lese wieder, was ich will. Ich bin noch etwas hibbelig noch. Weil es ist Montag. Gestern war ich noch auf der Gamescom und die zwei Tage davor und ich will wieder zurück. Das soll jede Woche sein. Das soll jeden Tag Gamescom sein. Kostenlos. So. Das wäre doch mal was. Wir machen einfach eine Gaming-Stadt auf. Wo alle YouTuber, Gamer, Let's Player, alle wohnen da. Jetzt muss ich aber wieder meine Schuhe putzen, ne? Und wir, der Laden hat jetzt zu. So, putz. Dankeschön. Ja, ist super. Jetzt ist das nämlich der Maro-Markt. Ja. Ach du Schande. Ich sag dazu nichts. kaufst dir, wenn du was willst, dann kaufst dir. Herzlich willkommen in Maromarkt Hyrule-Stadt. Zahlreiche Sonderangebote zur Neueröffnung. 20-30% Rabatt auf alles. Hauptsache schön billig. Maromarkt, der Kleinpreisheld, der Freund des einfachen Volkes. Ja, das hast du vorher noch anders gesagt. Ich, ach du Schande. Nein, nein, ist okay. Ich nehme nur diese Rüstung. Das war die letzte Magierüstung. Yay! Oh Mann. Ja, solange du sie trägst, verwandeln sich deine Rubine in magische Energie. So wirst du immun gegen jede Art von Angriff, verlierst aber bei jedem gegnerischen Treffer viele Rubine. Sind deine Rubine aufgebraucht, verliert die Magie ihre Wirkung und deine Bewegungen werden träge. Ja. Oh Gott, ich muss hier schnell raus. Hilfe! Hilfe! Oh Gott. Oh Gott. Ich zeige euch kurz mal die Rüstung. Jetzt sehe ich so aus und verliere ständig Rubine. Ständig. Ist geil, ne? Nee, eben nicht. Aber unverwundbar ist schon geil. Schauen wir mal. Erstmal zurück zum Schloss und mit dem Ende dieses Spiels weitermachen. Das Ende ist nah. Das macht mich ein bisschen traurig. So, greif dir das und drück.
So, hier sind wir nun. Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Wo direkt auch schon Gegner auf mich warten. Oh. Okay. Oh, Flügelchen auch noch. Wow. Oh yeah. Oh, da ist ja noch einer. Das war's. Okay, ich schau mal kurz noch hier in den Ecken, ob da nicht vielleicht noch was ist, aber nee, sieht nicht so aus. Dann wollen wir mal weiter. Irgendwelche Kisten? Nein. Du bist aber stark, Link. Oh nein. Sie sehen mich aber noch nicht. Doch, sie sehen mich. So, geh mal nicht zu nah ran. So, holen wir einfach mal Pfeil und Bogen raus und das Falkenauge. Triff mich nicht. So. Wäre die Gefahr schon mal gebannt? Sonst noch solche Teile? Hey, ich habe gar nicht geschüttelt. Haha. Du bist tot. Oh, ist das noch einer? Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte den Fangstoß machen. Okay. Kann ich hier durchbrettern? Aua, nein. Die Wand sieht brüchig aus. Ich habe gar nicht so viele Bomben. Also nicht so viele, wie ich dachte, wie ich hätte. Tun, tun. Geht aber nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Schweinchen! Dann mal los. So, jetzt beruhig dich wieder so ein bisschen. Aua. Ist er explodiert? Nein, er liegt da. Ist er explodiert? Auch schön. Ob er die Wand durchbrechen kann? Das probieren wir aus. Nicht absteigen! Nein, das geht nicht. Die sieht halt so dahingeklatscht aus. So ein bisschen kaputt. Steh mal wieder auf, Schwein. Dann gehen wir hinten rum. Yay! Wow! Nicht vor die Wand knallen. Brav. Erstmal alles niedermetzeln hier. Oh, jetzt rennt er ja nochmal los. Oh, und er ist auch weggerannt. Oh, Entschuldigung. So sehe ich ihn nicht. Aber er mich auch nicht. Haha. So. Okay. Huh. Na gut. Ah, seht euch das mal an. Da oben sind Winddinger. Ich weiß jetzt aber nicht, in welcher Reihenfolge ich die machen muss. Gut, schauen wir mal. Da ist ein Tor. Und wir sehen hier auch was auf dem Boden. Pass mal auf. Mach das mal mehr weg. Ganz weg. Okay. Ja, Midna will uns was sagen. Link, was ist wohl auf der anderen Seite der Mauer? Ist da vielleicht ein Eingang? Sollten wir uns das vielleicht ansehen? Ja, ich mache ja schon.
So, von der Spitze runter ein kleiner Blitz. Okay. Frage ist, wo ist die Spitze? So würde ich sagen. Also. Upsi. Dann hierhin. Dorthin. Und. Ja, dahin. Tata! So geht das. Und hier ist was drin? Eine Karte. Und da ist eine Leiter, sehe ich gerade. Da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Lass mich da hoch. Okay. Ich glaube, hier kommen wir einfach nur wieder zurück nach vorne, weil wir den Bereich ja jetzt quasi abgeschlossen haben. Oder? Und hier ist eine kleine Kiste. Wie schön, 10 Rubine. Hey. Oh, wow, hallo? Dann gehen wir mal wieder zurück und auf die andere Seite. Mal sehen, was sich da so findet. Überall diese Vögel hier. Pfui, Deibel. So, hier kommen wir nicht durch. Da brauchen wir einen Schlüssel. Hier sind noch mehr Gegner. So, ich locke euch erstmal alle her. Kommt mal alle her. Das hat ja gut geklappt. So, du auch noch. Und du auch. Aua. Komm her! Naja, auf dich habe ich jetzt keine Lust. Hau ab. Keiner mag dich. Mann, das ist auch so nebelig hier. Da sieht man kaum was. Na klar. Na klar. Hi. Ich wollte eigentlich eine wunderschöne Mega-Sprungattacke machen, aber klappt nicht so gut, wenn die alle auf dich draufdreschen. Ja, toll. Super. Bam! Na, geht doch. Oh. Hätten wir dann jetzt alle? Ja. Da können wir jetzt getrost hier durchgehen und schauen, was uns da noch erwarten wird. Schau mal. Nein. Ein bisschen im Gras versteckt, habe ich aber sofort gesehen mit meinen Adleraugen. Es sieht wieder nach Kämpfen aus hier. Na dann kommt mal. Oh mein Gott. Hi. Lange nicht gesehen. Lass uns spielen. Was? Er redet? Er redet. Oder hat er schon mal geredet und ich hab's nicht gemerkt? Yeah!
Ist bis jetzt ganz einfach. Hat nicht geklappt. Aber das klappt. Oh, auch nicht. Aua! Ich will mal das Blankziehen versuchen. Nein. Vielleicht auch nicht. Ah, es war nicht angesehen, genau. Genug. Okay, er gibt uns den Schlüssel einfach so. Ich folge dem Stärksten. So hat es mein Volk schon immer getan. Okay. Link? Der... kann ja sprechen. Ja. Der kann sprechen. Er folgt dem Stärksten. Also wohl Ganondorf, und wir haben ihn jetzt besiegt und vielleicht ist er jetzt der Meinung, dass wir eventuell stärker als Ganondorf sind. Aber dann würde er uns ja folgen. Aber er ist auch wieder gegen uns angetreten. Ach, keine Ahnung. Aua. Siehste, so stark kann ich nicht sein, wenn ich dauernd gegen Wände roll. So ein paar Herzchen wären jetzt nicht schlecht. Werde ich hier aber, glaube ich, nicht finden. Gut, dann erstmal in das Schloss hinein. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel. Ich bin gespannt. Wie wir uns schlagen. Ah, ein Herzchen. Ein Herzchen. Danke. Ja, endlich im Schloss angelangt. Was haltet ihr eigentlich von dieser magischen Rüstung? Meine Meinung kennt ihr ja jetzt, aber vielleicht hat sie ja für euch einen besonderen Nutzen. Ja, Unbesiegbarkeit hin und her, aber die Rubine gehen flöten wie sonst was. Aber nun gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Oder morgen bei Final Fantasy. Wer weiß. Bis dann. Tschüss.